So, guten Morgen, willkommen zu einer kleinen Ankündigung mal wieder, ja, weil ich bin so unglaublich wichtig, dass ich öfters mal was ankündigen muss, habe ich mir gedacht. Und zwar gleich mehrere Dinge. Erstens mal, nach Tiberium Sun habe ich mir jetzt was Lustiges, Neues ausgedacht. Und zwar lasse ich euch mal wählen, was ich denn danach so Let's Playen soll als Strategiespiel. Ich habe dann diverse Spiele getestet, also alle, die jetzt so auf dieser Liste sind, funktionieren mehr oder weniger problemlos. Und ihr könnt euch davon jetzt eins oder mehrere auswählen. Also einfach hier auswählen und Vote klicken. Was ihr so gern möchtet. Also ist ziemlich selbsterklärend. Earth 2040 habe ich ja schon angefangen. Das würde dann zum Hauptprojekt werden. Wenn nicht, spiele ich es dann irgendwann mal so weiter. Irgendwann. Kann sich nur noch um Jahre handeln. Wie bei so manch anderen Projekten. Nein, nein, nein. Ja, ja, Command & Conquer 4 steht nicht mit drauf, weil ich da technische Probleme habe. Und wenn ich da mit Camtasia 50 verschiedene Aufnahmen machen muss, Also ich sag, die funktionieren alle. Tiberian Sun bin ich jetzt schon ziemlich am Ende, also Nord-Kampagne, Add-on. Das heißt, da kommt nicht mehr so viel. Und sobald ich dann durch bin und das neue Let's Play anfängt, schließe ich die Umfrage hier. Und nehme dann das, was am höchsten bewertet ist. Ihr könnt auch alle anklicken, wenn euch die alle gefallen. Bei Anno 1602 möchte ich nur sagen, dass da keine Videos mit aufgenommen werden. Da gibt es auch so ein paar Probleme mit verschiedenen Programmen. Da es allerdings, soweit ich weiß oder mich erinnere, keine story-relevanten Videos gibt, sondern nur so kurze Zwischenstücke, würde ich dann komplett ohne Video spielen, weil es macht da keinen praktisch keinen großen Unterschied. Das wäre jetzt das einzige Erwähnenswerte. Ich werde dabei auch danach gehen, wer sich anmeldet und votet, weil ich da dann weiß, dass der auf jeden Fall die Videos guckt und nicht irgendeiner ist, der da zufällig vorbeigestolpert ist. Man kann auch pro IP-Adresse nur einmal voten, also nicht irgendwie so alle Stunde oder so. Das geht nicht, das habe ich gleich mal deaktiviert, damit keiner Mist baut. Und sollte sich jemand anmelden wollen, sollte er sich vielleicht einen halbwegs sinnvollen Namen geben, sonst setze ich ihn am Ende noch auf die Gesperrtliste, weil ich denke, das ist ein Spambot. Die haben immer so lustige Namen wie... Also sowas solltet ihr euch dann vielleicht nicht geben, ja, und wer sich anmeldet, kann seine Wahl auch nochmal ändern, wenn er sich umentscheidet. Und sollte jemand das Ergebnis der Wahl nicht gefallen, ich bin durchaus bestechlich, also... Da lässt sich sicher noch was regeln. Je nachdem, wer am meisten zahlt. Ja, das werde ich dann wahrscheinlich auch bei meinen anderen Projekten dann irgendwann mal so gelegentlich einführen. Wenn ich ein bestimmtes Spiel spielen will, kann ich das immer noch machen. Oder die Wahl eben einfach einschränken, so ein bisschen noch ein Spiel zur Wahl steht. Dann habt ihr auch die faire Möglichkeit, das Spiel zu wählen, was ich gerade spielen will. Ich werde es jetzt erstmal hier nur machen. Ich habe auch mal die Projekte ein wenig neu eingeteilt. Also das erste Projekt wird immer ein Strategiespiel sein, das zweite immer irgendwie rollenspielmäßig. Und dann, ja, danach hört es ja so mit regelmäßig Hochladen auf, mehr oder weniger. Und ja, ich werde auch wieder regelmäßig das erste, zweite und das Amiga-Projekt hochladen, wenn die Schule vorbei ist, was bald der Fall ist, ab dem 9. Dann wieder am Wochenende nur und den Rest unter der Woche, wenn ich noch was habe, weil momentan habe ich nicht mehr so viel. Fast gar nichts mehr, könnte man sagen. Ja. So, das war das erste. Also, Link findet ihr, also, das findet ihr direkt auf meiner Website. Link habe ich auch nochmal, werde ich auch nochmal in die Videobeschreibung werfen. Könnt ihr dann wählen, was ihr gern möchtet. Ich werde natürlich alles auf der höchsten Stufe spielen, auch wenn es vielleicht bei einem noch nicht dabei steht. Ich habe da jetzt nicht so intensiv geguckt, was da die höchste Stufe ist. Ist nicht so wichtig. Ja, das war das erste. Das zweite wäre dann, ich habe vor, mal irgendwann demnächst einen Livestream zu machen. Das wird voraussichtlich erst irgendwann so hier abwärts dann folgen. Juli vielleicht doch, wenn ich hoffe. Mit CNC1. Habe ich ja schon mal Let's Played. Da gibt es auf jeden Fall einen schönen neuen High-Res-Patch und alles. Da kann man es jetzt auch in 2560 oder 2440 spielen. Das ist total toll. Da passt dann jede Map irgendwie auf den Bildschirm. Das einzige Problem, das ich dann noch habe, ist, dass ich einen D-Draw-Modus aktivieren muss, wenn ich die Videos gestreckt haben will. Dann
geht da die Performance total nach unten. Deswegen werde ich den Livestream, den ich übrigens auch aufnehmen und auf YouTube hochladen werde. Also wer da nicht da ist, weil er sich denkt, ich bin nicht gut genug, um den anschauen zu dürfen, der kann sich dann das dann auf YouTube nochmal antun. Ich werde es dann wahrscheinlich dann machen, dass ich ohne die Draw-Modus spiele und die Videos dann irgendwie so winzig klein oben links sind. Sieht dann zwar scheiße aus, aber dafür habe ich vernünftige Framerates, weil wenn ich ohne Aufnahme schon irgendwie 15 Frames habe, ist das vielleicht nicht so optimal zum Streamen. Ich habe auch schon versucht, das zu beheben, aber es geht nicht. Die einzige Möglichkeit ist, den Modus abzuschalten, aber dann sind die Videos halt nicht gestreckt. Muss man mitleben, ne? So, jetzt wollte ich noch irgendwas sagen, jetzt habe ich es vergessen. Ja, ich sollte mir das vielleicht mal aufschreiben. Nein, das ist völlig überbewertet. Also man kann mir natürlich auch nach wie vor weitere Spiele vorschlagen. Ich habe ja noch nicht so viele. Also wie gesagt, das werde ich einführen. Ich werde wahrscheinlich auch das hier zusammenlaufen lassen. Ich weiß nicht, ob ich noch ein viertes Hauptprojekt... Nein, das wird dann langsam zu viel, glaube ich. Nee, das lasse ich, glaube ich, lieber. Dann, dass ich praktisch noch einen Shooter so nebenbei habe. Da stehen jetzt noch so die alten Spiele. Ja, das werde ich allerdings wahrscheinlich immer wieder wählen lassen. Wie gesagt, mit kleiner Vorauswahl. Ich denke, das ist vielleicht ganz... toll. Ihr dürft jetzt klatschen. Boah. So, das war meine kurze Ankündigung. Ich wollte noch irgendwas sagen, ich habe es aber völlig vergessen. Wow, mein Rechner, ich glaube, der mag Encoding nicht. Egal, Karl, das war's. Sehr auf Wiedersehen, bis zur nächsten Ankündigung in 5 Jahren oder so.